Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. In diesem Video soll es darum gehen, wir besprechen ganz kurz, was brauchst du, das ideale Setup als Vertriebler, als Top-Vertriebler, um eine Top-Performance abliefern zu können. Da sind natürlich eine Menge Faktoren, spielen eine Rolle, aber auch natürlich das Environment, also das Umfeld, ja, wie du dein Arbeitsplatz, quasi das Setup deines Arbeitsplatzes, ja, ganz wichtig. Hier mal 5 verschiedene Punkte. Erster Punkt. Hab einen guten Bildschirm. Du wirst viel mit Recherche, viel mit Daten zu tun haben, mit Systemen. Du wirst sehr stark auf dem Bildschirm fokussiert sein. Und glaube mir, früher oder später wirst du Probleme bekommen mit deinen Augen, wenn du keine guten Bildschirme hast. Ich habe das schon so häufig gesehen in diversen Telecentern, Telesales-Centern und so weiter, wo letztendlich super gespart. Ja, also die haben dann irgendwelche alten Bildschirme aus den 90ern oder sowas. Ja, also schau, dass du hier, ich habe jetzt einen nagelneuen 4K-Monitor für jeden einzelnen meiner Mitarbeiter auch und für mich natürlich einen hochwertigen Laptop, der natürlich dann auch die hohen Auflösungen reproduzieren kann. Das hat auch den Vorteil, dass wenn du mal irgendwie ein Filmchen irgendwas machst, renderst oder irgendwas, ja, alles in 4K, dann siehst du es letztendlich auch. Also hier auf deine Gesundheit achten, Augen sind das Wichtigste überhaupt, ja. Also wenn du mal irgendwie die Schulter dir gezerrt hast, ist vielleicht nicht so schlimm, als wenn du halt irgendwann nicht mehr richtig sehen kannst, ja, und also oder kommst nach Hause und willst oder bist auf dem Nachhauseweg und bist bei der S-Bahn-Haltestelle und kannst die Anzeige nicht mehr lesen, weil alles so verschwommen ist, ja. Du kennst das vielleicht, wenn du so viel im Bildschirm die ganze Zeit arbeitest. Und der zweite wichtige Punkt ist letztendlich das Umfeld des Office, in dem du arbeitest, sollte nicht zu groß sein. Idealerweise als Setter, reine Kaltakquise, ist es vielleicht nicht so schlimm. Jetzt werde ich angerufen. Warte mal, ich muss mal kurz stoppen, das Video. Na gut, ich rufe gleich zurück. Aber wenn du, sag mal, also auch selbst, ich sehe auch wieder immer wieder diese Großraumbüros. Ich habe schon viele Teams auch in der Vergangenheit, vor 10 Jahren noch länger her, viele Großraumbüros gesehen. Das ist Gott sei Dank jetzt alles im Schrumpfen. Ja, viele machen Homeoffice, was auch wieder nicht gut ist. Also definitiv im Office, in Office Space, aber investiert in die paar Euro mehr in, mittlerweile ist der ganze Markt am Downturn. Also du findest auch sehr gute Office Spaces, ja, teilweise zur Untermiete, wo du sagen kannst, okay, hier habe ich maximal 1-2 Leute, maximal 4 Leute pro Büro, weil sonst die sich von der Lautstärke her in die Quere kommen. Glaub's mir, wenn da 10, 20, 30 Leute in einem Büro sind, egal welche Trennwände du da aufziehst, ja, das wird zu stark. Ja, also die können dann nicht mehr diesen 100%igen Fokus abliefern, ja. Die Leistung nicht mehr abliefern, weil sie den Fokus nicht haben. Und letztendlich, ich habe auch immer wieder Anfragen, also Leute, die dann sich bei mir bewerben, für mich immer arbeiten wollen, die dann immer wieder sagen, mich ständig fragen, wie viele Leute hast du und wann treffe ich die mal, wann lerne ich die mal kennen und so weiter und so weiter. Also dieses typische, ich gehe in die Arbeit, um Leute zu treffen, um Freunde zu machen, um vielleicht die Frau meines Lebens zu finden, den Mann meines Lebens zu finden. Also es gibt ja so Statistiken. Ich glaube, seit der Homeoffice-Geschichte und den ganzen Krisen ist es, glaube ich, im Schrumpfen. Aber es gibt Statistiken, dass, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, also wirklich namhafte Statistiken, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 40% aller Partnerschaften sind durch Arbeit entstanden oder sogar noch mehr, ja. Also letztendlich, aber du musst halt eines im Klaren sein, im Vertrieb brauchst du einen hyper Fokus, ja. Es ist ein anstrengender Job, es ist ein performancebasierter Job und du hast letztendlich Leute brauchst du, die jetzt nicht sich ablenken lassen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Büro, in dem ich ja selber auch sitze. Ja, also ich war auch schon in Büros, wo ich einen super Alpenblick hatte, im 12. Stock und was weiß ich, oder in irgendeinem Tower drin. Du bist halt ständig dazu verführt, dass du zum Fenster rausschaust. Ja, ständig rausschaust und dort mal ein bisschen verweilst und so weiter. Na gut, kannst eine Bildschirmpause machen für 5 Minuten, aber die kannst du so auch machen, indem du einfach deine Augen zumachst oder einfach kurz rausgehst oder was auch immer. Ja, also wenn du die Bildschirmpausen unbedingt machen willst. Aber letztendlich ist es wichtig, dass du in einer, ja, wie soll ich sagen, bei mir ist eine weiße Wand vor mir, eine weiße Wand hinter mir, ja, und dann ein ganz kleines Fenster. Ich bin auf der Nordseite, ist auch super kühl im Sommer und also man wird hier nicht, also wirklich das Setting muss passen,
ja, dass du optimal performen kannst. Ja. Die Lautstärke, die Temperatur, wir haben hier eine Klimaanlage, alles tipptopp. Ja. Und auch, was deine Augen alles wahrnehmen. Ja. Also du hast hier dann deine Bildschirme und ansonsten vielleicht noch ein Whiteboard, wo du irgendwie deine Goals hinschreibst, deine Ziele und so weiter. Und auch wenn dich das motiviert, irgendwie ein Bild hinhängst von einem Audi A8, hatte ich jahrelang immer ein Bild von mir hängen, ja, weil ich den unbedingt fahren wollte, S8. Ja. Aber ansonsten Fokus. Ja. Also teilweise habe ich mir schon so eine, also bei Regos, du weißt ja, was Regos ist, also Office Space, da gibt es teilweise so kleine Boxen, ja, so, die haben, glaube ich, nicht mal ein Fenster oder sowas, wo du dir mieten kannst, wo du quasi in einer Box drin sitzt, die ist irgendwie 2 Quadratmeter groß oder sowas. Und da einfach diesen Hyperfokus aufbauen, ja, diesen Tunnel, ja, und wenn du da erstmal drin bist, dann hast du eben die bestmögliche Performance. Und ja, das waren jetzt 3 oder 4 Punkte. Dann das nächste ist, schau immer, dass du irgendwie auch nochmal, klar, wir arbeiten mit Systemen, mit CRM und so weiter, oder wo alles eingepflegt wird, aber manchmal wird in den Gesprächen so schnell gesprochen, dass du letztendlich mit dem Tippen überhaupt nicht hinterherkommst. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwo zuhören muss in einem Sales-Gespräch und gleichzeitig tippen muss, dann wird es schwierig. Also du kennst es ja von der Schule noch, gleichzeitig zuhören und gleichzeitig Notizen machen ist fast unmöglich, das kann unser Gehirn eigentlich gar nicht. Und deswegen wäre es super wichtig, dass du sowas wie einen Notizblock hast. Ja, dieser Notizblock ist jetzt hier super alt, Online-Marketing-Live-Summit von Mehrgeschäft von 2018. Okay, habe ich dann schon also sehr lange nicht benutzt. Ja, ich habe dort auch noch nie ein Coaching, ein größeres gekauft. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass ich das auf meine IT-bezogenen Dienstleistungen an... Also habe ich bis jetzt noch nicht den Mehrwert gesehen. Das kostet 5.000 Euro. Okay, nur so nebenbei. Aber ich habe immer noch diesen Notizblock. Der Summit war recht lustig. Und das war damals in Essen und habe dort auch nette Leute kennengelernt und so weiter. War höchst anstrengend und sehr, sehr hohe Content-Dichte. Also es war auf jeden Fall cool. Nur 5.000 Euro ist mir dann zu viel gewesen. Okay, und hier notiere ich mir Dinge. Warum? Weil ich einfach mit Kürzelschriften und so weiter Dinge, Steno und so weiter, die ich damals noch gelernt habe. Also wirklich so, ich kann da viel, viel schneller mir Notizen machen. Und kann dann sozusagen, muss dann nicht so viel Energie auf die Notizen aufwenden, als wenn ich jetzt halt hier reintippen muss, als wie, dass ich dann trotzdem noch zuhören kann, was sozusagen in einem Verkaufsgespräch mir jemand sagt. Ja, idealerweise nimmst du es auf, aber dann musst du natürlich immer die Erlaubnis erst einholen, das wollen die meisten nicht und so weiter. Das heißt, also du machst dir Notizen und erstmal geht's viel schneller, du kannst besser auf Aufmerksamkeit widmen, ja, dem ganzen Gespräch und kannst trotzdem noch schnell, kurz Notizblock-Dinger machen, Notizen machen und dann musst du halt letztendlich die Notizen wieder in saubere Reinschrift dann dokumentieren, die wichtigen Dinge eben ins System reinpflegen. Ja, ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ist meiner Meinung nach die optimalste Form der Dokumentation. Ja, also diese in Etappen. Na, wenn du da jetzt irgendwie ausführlich irgendwas runter dokumentierst und so weiter, dann hast du komplett den Faden verloren und dann hörst du nicht mehr der Person zu, was auch gleichzeitig unhöflich ist. Wenn du jetzt du jetzt im Verkaufsgespräch bist und schreibst ja ständig Tipps irgendwas rein. Ja, es kommt viel, viel besser rüber, wenn du dir ein paar Notizen, handschriftliche Notizen machst. Das ist auch letztendlich nochmal irgendwie, es ist zwar oldschool, aber genau deswegen kommt es auch nochmal besser rüber. Ja. Also ich habe damit einfach viel bessere Erfahrungen gemacht in jeder Hinsicht. Okay, dann hat man noch einen letzten Punkt. Schau immer, dass du genug Wasser zum Trinken hast, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du viel redest und du bist quasi festgenagelt auf deinem Arbeitsplatz und du kannst nicht mehr sprechen, weil deine Kehle komplett trocken ist. Schau immer, dass du irgendwie Wasser da hast. Wenn du viel Kaffee trinkst, so wie ich auch, ja, mehrere Tassen am Tag, schau immer, dass du einen ganzen Krug Wasser da hast, ja, weil Kaffee entzieht deinem Körper Wasser. Ja, verstehen viele nicht. Kaffee ist eine geile Sache, ich bin total süchtig danach. Aber Kaffee entzieht deinem Körper Wasser. Eigentlich sollte man gar keinen Kaffee trinken, wenn man viel reden muss. Und besonders wenn du zum Beispiel Speaker bist oder einen Vortrag hast oder einfach nur eine Präsentation als Verkaufspräsentation irgendwie länger was machen musst, sagen wir mal 1-2 Stunden am Bildschirm irgendwie dein SAP-Produkt oder dein Adobe CMS, deine Lösung oder deine IT-Beratungsdienstleistung vorstellen möchtest oder sonstiges, ja, dann
ist letztendlich, solltest du vielleicht in die Stunde davor keinen Kaffee trinken, idealerweise, weil du dann sonst keine Spucke mehr hast. Also, kleiner Ratschlag dazu. Dann, was ich jetzt nicht anhabe, ich trage immer weiß, immer Hemden. Das liegt jetzt da, weil ich jetzt nur ein Video drehe, eigentlich, weil es super warm ist hier. Aber letztendlich immer weißes Hemd. Das ist quasi wie eine Kleiderordnung bei mir. Jeder, zumindest jeder Mann, aber auch jede Frau, die für mich arbeitet, muss ein weißes Hemd tragen. Zwar immer, das ist wie eine Uniform. Warum immer weiß? Also erstens mal ist weiß, abgesehen von Gelb und Orange, das sind meine Lieblingsfarben, auch so ein bisschen meine Corporate Identity, but weiß ist letztendlich unterbewusst in uns allen, und zwar weltweit, ja, verankert mit Helfen. Warum? Ja, die Götter in Weiß, den Spruch kennst du wohl, ja, wer sind die Götter in Weiß? Ärzte, ja, Krankenschwestern und so weiter. Also letztendlich, Weiß ist letztendlich sozusagen eine Signalfarbe für uns alle, flächendeckend, global, egal welche Schicht, egal welches Alter, egal was. Ja, für die kompletten 7 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, ist Weiß die Signalfarbe, helfen. Ja? Rotes Kreuz zum Beispiel, sowas wäre das auch, ja. Das ist, glaube ich, geschützt, das Rote Kreuz kann man jetzt nicht unbedingt verwenden. Aber das ist eben, weiß ist auch die Farbe der Reinheit. Nicht umsonst ist Google, hat so krass durchgestartet damals, als sie einfach im Gegensatz zu allen anderen Suchmaschinen, ja, hat Google einfach nur eine weiße Seite dorthin gemacht mit einem kleinen Suchfeld. Ja. Also diese Einfachheit, diese Klarheit, ja, weiß ist auch die Farbe der Transparenz, ja, ist einfach vertrauensfördernd und letztendlich auch löst bei uns letztendlich den Eindruck, also sozusagen das Image, ja, von Leuten, die mir weiterhelfen wollen. Also bei mir ist weißes Hemd Pflicht, ja, ist quasi bei mir wie eine Uniform, und dann kannst du es natürlich kombinieren mit einem Sakko oder was weiß ich alles noch oder eine andere farbige Teil. Du musst jetzt hier nicht wie so ein komplett weiß rumlaufen, das wäre dann wieder too much. So, das waren meine 5 Tipps fürs Setup, für als Top-Vertriebler, um Top-Leistung, Performance abzuliefern. Ich hoffe, ich konnte damit ein paar Tipps geben. Das beruht also wirklich aus einer jahrzehntelangen Erfahrung, was ich dir jetzt hier mitgeteilt habe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr mitbieten. Ich sehe gerade, die Batterie ist schon wieder am Leuchten, muss ich wieder aufladen. Ich muss jetzt auch weitermachen und zwischendrin gebe ich ganz gerne immer mal wieder ein paar Tipps raus für alle, die da hier so fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren und schauen und Daumen hoch geben und meine Videos weiter verteilen und auch ab und zu mal einen netten Kommentar da lassen. Ja? Also, bis dahin, dein Thomas Klein, happy hunting, ciao, ciao.